Hallo und herzlich willkommen, wir sprechen von auf meinem Kanal. Ich begrüße dich recht herzlich zu NHL 21, zu der Ice Hockey League mit den Innsbrucker Haien. Ja, ich hoffe, ihr geht es allen gut, ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein 3:1-Sieg am letzten Spieltag gegen Wien versuchen wir heute gegen Bratislava zu Hause auch nochmal Punkte zu holen. Heute spielt der Erste gegen den achten. Mal interessant, wie weit dass das neue Team hier in der Eishockey League kommt. Unser Scotty ist im Tor. Wir haben den Spieltag 26. Die Stimmung ist gut. So, Konzentration. Innsbruck gewinnt das Bulli für sich. Der gelbe Balken unten ist neu. Ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe, Eishockey. Mal schauen, was mir ein, der Fuchs. Es ist nämlich heute was haben wir denn heute? Haben wir damals Donnerstag, aber welcher Datum? Keine Ahnung, welche Daten wir heute haben. Irgendwas. Der 20. müsste sein heute. Nächster Freitag. Freitag haben wir heute. Freitag haben wir heute, nicht Donnerstag. Im Lockdown ohne Arbeit ist das ein bisschen schwierig zu sagen, welcher Tag das ist. Heute ist der Tag, wo man mein Handy sagt, es sollte in Tirol schneien. So, machen wir mal ein bisschen Druck. Schön gemacht vom Scott. Boah, das war ein harter Check. Aber so ist das Leben auf Pro. Unser Scott-Tipp. Unser Scott-Tipp. Was macht ihr so im Lockdown? Seid ihr im Homeoffice? Seid ihr im Homeschooling? Oder im Zwangsurlaub, so wie ich? Ich muss mein Urlaub von denen hier abbauen. Weil durch Corona habe ich bis jetzt noch nicht abbauen können. Jetzt muss ich ihn jetzt abbauen. Zack! Und unser Nummer 11. Unser Marcel macht das 1:0 hier in diesem Spiel. Drittes Tor in dieser Season. Und das kurz vor dem Schluss im ersten Drittel, meine lieben Sportsfreunde.
Hockey Club Innsbruck goal, scored by number 11, assisted by number 68, and by number 8. Time of the goal, 19 minutes, 39 seconds. Bratislava ein bisschen unter Druck. Nicht viel, ein bisschen. So, zweites Drittel. So, jetzt auf geht's. Auf geht's, Innsbruck kämpfen, siegen. Achso, nein, das ist so. Das ist besonders gewesen. Auf geht's, komm schon, Innsbruck, komm schon. So, Druck machen, Druck machen, Jungs, Druck machen. Und der Ausgleich für Bratislava. Das heißt jetzt, wir müssen jetzt an Tor schießen. Wir müssen jetzt an Tor schießen. So, jetzt hat er. Und die Antwort kommt von unserer Nummer 16. Von Max. So heißt er. Der Max hat es geschossen. Gerlach, Gerlach, Max. So, nein, 58 ist um zu spielen. Hockey Club Innsbruck goal, scored by number 16, assisted by number 90, Timer Kuma. Time of the goal, 10 minutes, 2 seconds. Jawohl, super gemacht, Jungs. So, jetzt passt's auf. Ah, da ist gar keiner. Verdammt. One minute left in the second period. Nein, 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 nein. Jetzt. Jawohl, jawohl. Before the end of tonight's game to claim your prize and
Thank you for supporting minor league hockey in your community. Zwar zu Hause, letztes und gefährliches Drittel. Das Bulli verlieren wir schon mal. Jawohl, 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 jawohl. Bratislava, Bratislava. Wir müssen jetzt nicht mehr so richtig auftragen. Und das Korte hebt, super Obroller. Können wir gleich übernehmen. Ja, gesagt, gefährlich. Bratislava ist gefährlich im letzten Drittel. Beim besonderen Spielstand. Verzögerungsstrafe gegen Bratislava. Ich hätte schon früher sagen können, aber ich will noch in der Verzögerungsstrafe ein Tor da schießen. So, auf geht's, nein, 53 genug. 2 Minuten Powerplay. So, jetzt halt auf geht's. Oh. Spannend bis zum Ende. Spannend bis zum Ende. Spannend bis zum Ende. Innsbrucker. Tadadada. So, jetzt hat. Powerplay haben wir nicht nutzen können. Bratislava hofft auf ein Tor oder auf Overtime. Oha, das war.
Last minute of play in the third period. Oh. Jetzt brauchen wir auch noch da. Jetzt brauchen wir auch noch da, weil Scott ihn durchlassen hat. Coach. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn, den scheiß Drecks-KI-Coach. Nimmst du da den unter der Hallendecken jetzt aufknüpfen dafür? Aber dafür ein geiles Spiel gewesen. Den KI-Coach ins Büro holen und dann werde ich ihn mal so richtig durchprügeln mit so einem Eishockeyschläger. Es gibt nur einen Chef hier bei den Innsbrucker und das bin ich. Aber ein gutes Spiel von Bratislava. Und so endet unsere Siegesserie mit einer Niederlage. Kann man nichts machen. 5 Siege in Folge jetzt an dieser Lage, aber das macht ja nichts. Wir müssen noch rein theoretisch Erster bleiben. Bratislava hat einen Star, ein Tor, einen Check, okay. Ich finde ja Highlight-Videos geil. Am zweiten Star krallen sie sich auch mit einem Tor, einem Assist und 2 Checks. Ah, zumindest haben wir einen Star, so wie es ausschaut. Na gar nicht einmal, das war's schon. Waren so alle 3 Stars bei einer? Oder habe ich den Innsbrucker gerade zu übersehen in den kurzen Moment? Ja, 5 Siege haben wir gehabt, jetzt eine Niederlage. Dann switchen wir uns einmal nach vorne. War ein super Spiel von Bratislava, kann man nicht sagen. Jetzt gehen wir halt zuerst in die Einstellungen rein. Weil das geht nämlich nicht, weil ich bin nämlich der Chef, gell, und kein anderer. Das war eh aus, aber warum? Ja. Ich mir denke, das ist ja. Volle Kontrolle hätte ich, aber man sieht, was das ausmacht. Macht nichts, ein super Spiel war es trotzdem. So, Innsbruck ist mit 51 Punkten trotzdem am Platz 1, die, gefolgt von die Wiener Capitals auf der 2, die Bozner auf der 3, dann Dornbirn, der VSV auf der 5, dann kommt Red Bull, dann kommt der KAC auf der 7, Bratislava bleibt auf der 8. Warum bleibt ihr auf der 8? Sie haben jetzt 25 Spiele, 37 Punkte, 10 Siege, 1 Overtime-Sieg. Mhm.
64 Tore. Darf mich jetzt interessieren. Zielte Spiele pro Tore 2,56. Gegentore 57. Salzburg hat 52. Okay. Deswegen, okay. Dann. Dann der AV 19, dann die Black Wings auf der 10, Graz auf der 11. Ah, da haben wir nur 11 Teams in der Liga haben wir gerade 11 Teams. Schade, dass man die selber aufstocken kann. Da ist sofort die Hellriders dazu schmeißen. Na gut. Das war's aber für diesen Spieltag, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn das eine oder andere Kommentar so oder so. Wer Lust und Laune hat, da kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier von der Innsbrucker Haie weitergeht, nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergisst meinen Leitspruch nicht. In den Form getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.